Hallo, guten Abend und Glück auf, meine sehr geehrten Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu den Nachrichten in Meggional heute am Donnerstag, den 19. Oktober. In der Dienstagsausgabe haben wir schon mal kurz über das Projekt NESCAR hilft und dessen wahrscheinlich letzte Fahrt auf dem Lausitzring berichtet. Heute berichten wir im Teil 2 unseres Beitrages über das Anliegen bzw. das Ansinnen dieser Herzensangelegenheit. Frank Langer, bitte. Mit schnellen Wagen etwas Gutes tun. Das war und ist das Anliegen des Eastside NASCAR Racing Teams um den Wolkensteiner Jan Wetzig. Der früher aktive Rennfahrer hatte 2013 Freunde um sich geschart, die mit ihm das gleiche Ziel verfolgen. Krebskranken Kindern und deren Eltern für ein paar Stunden etwas Ablenkung von der Krankheit ermöglichen. Runden mit dem Rennwagen blasen sprichwörtlich die Sorgenfalten aus dem Gesicht. Mit Vollgas über den Lausitzring zum Beispiel. Am 14. Oktober war das offizielle Saisonende für Renntaxifahrten. Wir haben gleich früh das Eastside NASCAR Racing Team besucht, um das Werkeln in solch einem Rennstall zu beobachten. Zunächst fiel auf, dass die Rennboliden ziemlich viel geschoben werden. Zum einen, um das Material zu schonen und zum anderen, weil man einen Rennwagen eben nicht mal einfach so an- und wieder ausschaltet. Mit so, ich sag's eigentlich mal, wenig Mitteln was Gutes tun, ist eigentlich eine richtig feine Sache. Macht Spaß. Und das macht von sich aus Spaß, alles. Und dann noch diese Kindergesichter zu sehen. Also ich habe sie als Anschnaller auch gesehen, schmerzverzerrt eingestiegen und dann mit einem Grin rausgekommen. Da haben die wirklich in den paar Minuten mal das ganze Negative vergessen. Also ist schöner Erfahrung, richtig schöner Erfahrung. Respekt vor so viel ehrenamtlichen Einsatz. Das zollen auch andere und steuern wie Tina Roscher immer wieder Ideelles wie Materielles zu. Also wir haben schon sehr viele Unterstützer. Ja. Wir legen da sehr viel Wert drauf, dass das alles Unterstützer aus dem erzgebirgischen Raum sind, weil das Projekt ist mit dem Erzgebirge irgendwie verbandelt. Und dann haben wir natürlich auch solche Menschen, die uns hier einfach so immer anrufen, Mensch, ich habe euer Projekt gesehen, ich finde das so toll. Ja, davon lebt dieses Projekt, mittlerweile von den Fans und Unterstützern, und das ist auch sehr, sehr gut so. Dann war die Zeit dran und der V8-Star wurde angeheizt und an den Start gebracht. Die ersten Runden wurden gedreht. Der kleine Finn war bereits zum zweiten Mal vor Ort. Beim letzten Versuch versagte leider der V8-Star seinen Dienst. Er war schon vor dem Start ganz aufgeregt. Verständlich. Dann lief bei dem eingespielten Team alles wie bei Profis. Hat er so auf seinen Punkt schon? Da ist drüber. Ja, doch hat. Handschuhe? Toralf? Den Lausitzring hast du ein bisschen kennengelernt. Ja, wo wird denn gefahren, wenn gefahren wird? Das wird die Strecke GP kurz gefahren. Das ist dieser Abschnitt. Und hier wird der Start und Ziel. Dann war der kleine Finn an der Reihe. Ordentlich und sicher angeschnallt, könnte es auf den Ring gehen. Fragen, wie sehen Sie das denn, dass der Kleine hier mitfahren? Ich freue mich total. Selbst sehr aufgeregt? Ja. Ja. Eigentlich ganz krass cool. Würdest du das nochmal machen wollen und hier mitfahren? Ja,
eigentlich schon richtig cool. Ich habe die ganze Zeit nur Daumen nach oben gemacht. Alles klar. Ganz lieben Dank. Tschüssi, schönes Wochenende. Tschüss. Wie es nun in der neuen Saison am Lausitzring weitergeht, ist noch offen. Eins steht fest, das NASCAR-Hilfteam macht weiter, egal wo und wie. Aber das Lächeln der Kinder ist alle Anstrengung wert, dieses Projekt fortzuführen. Übrigens, auch mein Grinsen ist mir lange im Gesicht geblieben. Na, da hätte ich doch gerne mal mit dem Kollegen Langer getauscht. Ja, das ist schon eine tolle Sache mit einem großartigen Zweck. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses auch weitergeführt werden kann. Ja, und mit Motorsport geht es weiter im Programm. In den letzten Tagen hat uns Jan Kolomatznik fleißig Auskunft über das bevorstehende Großevent rund um Zschopau 2017 erteilt. Heute hat Tobias Körner nähere Infos zu den Hauptrenntagen für Sie. Jan Kolomatznik, wir haben in den vergangenen Interviews schon einen Großteil von rund um Zschopau besprochen, also sprich den Freitag. Jetzt soll es mal um den Samstag gehen, der eigentliche Renntag. Wann geht's los? Start ist geplant um 8.30 Uhr und dann werden die Fahrer auf die Strecke geschickt. Die Strecke wird dieses Jahr etwas verkürzt sein. Normalerweise ist die Streckenlänge bei rund um Zschopau ca. 85 Kilometer. Das WM-Reglement verlangt, dass die Strecke etwas kürzer wird. Und deswegen wird die Streckenlänge dieses Jahr 65 Kilometer betragen. Welche Highlights gibt es denn zu nennen? Wiederum in der Strecke eingearbeitet sind drei Sonderprüfungen. Wir beginnen dieses Jahr mit der ersten Sonderprüfung in Birnichen, was ein super Enduro-Test werden wird, der durch den Wald in Birnichen führt, den die Verantwortlichen dort sehr schön aufgebaut haben, der spektakulär sein wird und der auch den Fahrern etliches abverlangt. Danach wird es über eine Streckenführung, die über Waldkirchen geht, bis in den Steinbruch Truschbach weitergehen. Dort wird ein Extremtest stattfinden im Steinbruchgelände, wiederum kurz und knackig. Nur auf dem Steinbruchgelände, aber doch sehr anspruchsvoll für die Fahrer. Danach kommen wir zu einer Zeitkontrolle mit Service auf dem Zirkusplatz der Stadt Zschopau, also den die Stadt Zschopau als Zirkuswiese nutzt. Vielleicht für die Zuschauer doch ein ganz interessanter Anlaufpunkt, sich mal die Teams anzusehen und wie dort Service vollzogen wird. Nach der Zeitkontrolle geht es weiter ins Klemmsche Motodrom. Und dort wird nicht nur dieses Jahr diese Einstellstrecke für die Vorbereitung der Motorräder sein, sondern auch ein Teil von rund um Zschopau wieder mit einer, sagen wir mal, spektakulärer, interessanter Punkt. Danach geht es erstmal zur Steilauffahrt nach Weißbach, auch ein interessanter Punkt. Und dann zur Sonderprüfung nach Venusberg, was eine Kombination aus Cross- und Enduro-Test sein wird. Von diesem Test in Venusberg, in den der Weberhang mit eingearbeitet ist, wie schon im Vorjahr, wird es dann zum Teufelsberg gehen, den wir dieses Jahr wieder mit im Programm haben. Wir können den Teufelsberg wieder fahren und das wird sicherlich wieder spektakulär für die Zuschauer, die sich dort einfinden werden. Und von dort aus geht es dann in diesem Jahr sogar im Offroad-Gelände weiter. Also wir müssen nicht auf der Straße zurückfahren bis ins Fahrerlager nach Zschopau, sondern wir können Offroad im Wald bis nach Zschopau zum Fahrerlager fahren und biegen dann wieder auf die Runde, nachdem die Fahrer im Fahrerlager waren, ein und fahren dann wieder Richtung Birnichen. Jetzt wird ja mit 40.000 Zuschauern gerechnet, mal vorsichtig kalkuliert. Ihr habt euch da auch was überlegt, was die Verkehrsführung angeht, damit auch die Zuschauer unkompliziert an die entsprechenden Orte kommen. Genau, um ein Parkhaus zu vermeiden an den interessanten Punkten, wird es wieder, wie schon in den Vorjahren, an bestimmten Stellen Einbahnstraßenregelungen geben. Und die Einbahnstraßenregelungen, die sind natürlich so gestaltet, dass die Zuschauer entsprechend den Fahrern mit an der Strecke weiterziehen können. Also von Sonderprüfung zu Sonderprüfung oder von Sonderprüfung zu interessanten Punkt, dass sie nicht ständig irgendwo dann rückwärts fahren müssen und vielleicht die Fahrer am nächsten interessanten Punkt verpassen. Jetzt bietet ihr den Zuschauern, also spektakulären Motorsport, ihr habt auch eine Bitte an die Zuschauer, was das Verhalten an der Strecke angeht. Ja, also wir
wir weisen immer wieder darauf hin, dass erstens das wilde Parken unterlassen werden sollte. Es sind überall Parkplätze ausgewiesen, auch an den Sonderprüfungen. Und dass natürlich an der Strecke eine schon besondere Vorsicht walten gelassen werden muss. Und man sollte auch keinen Müll zurücklassen. Das ist richtig. Wir fahren ja, sagen wir mal, auf Privatgelände, Wäldern. Wir fahren im Sachsenforst. Man sollte schon darauf achten, dass man Mitgebrachtes wieder entsorgt und mitnimmt und nicht einfach achtlos wegwirft. Weil letztendlich sind es dann wieder unsere Streckenposten und unsere Helfer, die das wegräumen müssen. Ein Offroad-Charakter ist auch in unserem MEF-Tour-Tipp erkennbar. Tobias Körner nimmt Sie mit an einen Ort, der eine gute Aussicht vermuten lässt. Der heutige Tourtipp führt uns wieder hoch auf den Erzgebirgskamm, genauer gesagt zum Steinhügel. Dieser befindet sich zwischen Rübenau und Ansprung. Der Aufstieg zum 817 Meter hohen Steinhügel beginnt an einer Blockhütte. Der Aufstieg folgt einem unbefestigten Pfad. Festes Schuhwerk ist hier von Vorteil, denn speziell in der Herbstzeit ist es dort stellenweise etwas rutschig. Nach 10 Minuten Fußmarsch ist der Gipfel dann erreicht. Wer nun auf eine Panoramasicht gehofft hat, der wird leider enttäuscht. Der mittlerweile hohe Baumbewuchs verhindert den Blick auf die Umgegend. Im Südwesten liegt Kühnheide, im Südosten wäre der Lauschhügel, auf dem wir auch schon waren. Bei guten Sichtverhältnissen und der richtigen Stelle kann man wie hier den Haßberg und einige Häuser der Ortslage Reitzenhain erkennen oder sogar den 1244 Meter hohen Keilberg. Wer gern ein Picknick machen möchte, kann das auf dem Steinhügel gerne tun. Man sucht sich dann ein Plätzchen auf einem der Felsen. Die Bank, die noch bis vor kurzem zum Verweilen eingeladen hat, ist leider verschwunden. Noch bis Anfang der 80er Jahre befand sich auf dem Steinhügel ein trigonometrischer Punkt in Form eines massiven Holzturms. Bei genauem Hinsehen kann man noch die Reste der Pfeiler erkennen. Alles in allem ist der Steinhügel einen Ausflug wert. Und wer die Augen offen hält, kann auch abseits des Weges einiges entdecken. Leider ließ ich nicht in Erfahrung bringen, welchen Zweck diese Betonkonstruktion hatte. Vermutlich ist es ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Einschüsse deuten zumindest darauf hin. Sollten Sie mehr darüber wissen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis bald zu unserem nächsten Tourtipp. Haben Sie einen tollen Ausflugstipp, den Sie gerne mit anderen teilen möchten? Dann nix wie her damit. Unter info@mef-line.de können Sie uns kontaktieren und damit einen Blick in die Polizeiberichte.
Grünhainichen, Unfall auf Kreuzung. Die S223 in Richtung Marienberg befuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr der 77-jährige Fahrer eines Opel. Als er die bevorrechtigte S235 kreuzte, kam es zur Kollision mit einem dort in Richtung Grünhainich fahrenden Pkw der Marke Ford. Bei dem Unfall wurde die 55-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Auch wenn man es nicht gerne hört, der goldene Herbst ist auf Abschiedstour. Heute war der letzte Tag, der noch einmal komplett schön war. Tja, und heute Abend unter den Nachtstunden ist der Himmel nochmals klar und wolkenlos. In den Tallagen kann sich auch wieder Nebel bilden. Niederschläge, in welcher Form auch immer, haben wir dabei nicht zu erwarten. Das Regenrisiko beträgt lediglich 5%. Die zu erwartenden Nachttemperaturen liegen wieder im Bereich der Vornächte. Und das heißt, in Olbernhau am Gessingplatz gibt es zwischen 9 und 11 Grad. In Marienberg am Goldkinnstein zeigen die Thermometer zwischen 7 und 10 Grad an. Und die Zschopauer können sich auf 9 bis 11 Grad einstellen. Der Wind weht nur gering mit um die 9 Kilometer pro Stunde aus Süden. Morgen am Freitag steht dann der Wetterwechsel an und wen wundert's? Der Mond wird umgestellt, es ist Neumond und wie die Beobachtungen bisher gezeigt haben, steht dann auch immer eine Wetteränderung an. Nun, der Tag beginnt klar und wolkenlos, örtlich auch mit Frühnebel. Bis in die Nachmittagsstunden hinein bleibt es auch sonnig. Die Sonne liefert in dieser Zeit bis zu 8 Arbeitsstunden ab. Dann zieht der Himmel zu und wolkig geht es in die Nacht. Es bleibt vorerst noch trocken. Tja, und die Zeichen bei den Thermometern stehen nochmal auf Spätsommer. Im Kurzeifen werden beispielsweise zwischen 12 und 16 Grad erwartet. In Schönbrunn am Amboisgut stehen zwischen 13 und 17 Grad in den Thermometern und in Waldkirchen klettert das Quecksilber auf 14 bis sogar 19 Grad. Der Wind legt etwas zu. Er weht leicht mit um die 16 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Nun der Blick aufs Wochenende, liebe Zuschauer. Der Samstag beginnt wolkig und zeigt sich aber dann im weiteren Verlauf leicht bewölkt mit viel Sonne. Regnen soll es dagegen erst in den Abend- und Nachtstunden. Mit 14 bis 18 Grad ist es noch einmal angenehm warm. Der Wind dreht weiter auf und weht kräftig in Böen aus Südwesten. Am Sonntag wird es dann wechselnd bewölkt, es bleibt aber trocken. Bei den Temperaturen gibt es nur noch zwischen 8 und 11 Grad und der Wind weht weiter stark in Böen aus Westen. Ja, und genauere Angaben zum Wochenendwetter habe ich dann morgen für Sie hier an dieser Stelle und damit gebe ich zurück zu dir, Nancy. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Ausgabe von Megional, den tagesaktuellen Nachrichten im Mittelerzgebirgsfernsehen. Und wir sind natürlich morgen für Sie hier wieder zur Stelle. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Tschüss, bis morgen.